Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alice. Ja, in der letzten Folge wurde unser Freund der Hase platt gemacht und wir haben die Eishöhle hier durchquert. Ja, an viel mehr kann ich mich irgendwie auch gar nicht mehr erinnern. Oh Gott, die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Aber ich werde euch oben die letzte Folge in der Infokarte verlinken, falls ihr auch nochmal reingucken wollt. So, jetzt muss ich erstmal die Lage peilen. Also, der Hase ist platt gemacht. Ist er tot? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Maikäfer? Ja, die habe ich schon getötet. Ich musste sowieso ein bisschen lachen. Nachdem ich jetzt so die ganzen Folgen, die ich aufgenommen hatte, geschnitten habe, habe ich festgestellt, dass ich regelmäßig die Folgen noch mit relativ guter Laune starte, aber dann am Ende ich immer übelst gefrustet bin, weil mich das Spiel so verdammt aufregt mitunter. Das ist schon doll. Ja. Trotz allem finde ich es natürlich cool, aber es treibt mich manchmal an meine Grenzen. Weil, ey, ohne Witz, wenn man mit diesem Spiel, also so mit alten Spielen, finde ich immer, wenn man mit denen nicht irgendwie aufgewachsen ist oder die halt damals gespielt hat, dann ist das immer so schwer reinzukommen. Und ich kenne ja Alice Madness Returns, aber das hier halt nicht. Beziehungsweise habe ich es irgendwann auch mal gespielt, aber da war es halt auch eigentlich schon alt. Nein! Ja, es beginnt schon wieder sehr gut. Sehr, sehr gut. Öfter speichern. Das muss ich mir noch merken. Alter, warum ist denn die... Was ist denn mit der Maus? Oh, nee, jetzt geht doch hier nicht meine Batterie leer, ne? Das wäre jetzt echt kacke. Ja, so läuft es gerade aber ganz gut. Muss ich mal in der nächsten Folge auf jeden Fall zwischen den Folgen die Batterie wechseln. Ich hoffe, das geht jetzt nicht hier aus. Wenn doch, habe ich Pech. Dann muss ich es rausschneiden. Aber wahrscheinlich, ich kenne mich, ich vergesse das nachher eh wieder. Und ihr denkt euch dann wahrscheinlich einfach nur so, oh Gott, lasst einfach bleiben. So, ich hätte gern die Karten, die mag ich halt lieber. Ach, die Raupe. Die dicke Raupe. Ah, Alice, du bist zurück. Aber das Kaninchen hat mir nie gesagt, warum, und jetzt ist es fort. Warum? Das Wunderland ist in Gefahr. Du musst es retten, darum. Dieser Ort ist so fremd. Was soll er mir bedeuten? Zu Hause. Zumindest könnte es das sein. Du hast verloren, was du liebtest und uns fast ausgelöscht. Überwinde den Schmerz und erfülle deine Pflicht. Warum muss ich leiden? Selbstbetrug. Selbst deine Fantasie ist in leidvolle Scherben ihrer selbst zerfallen. Du hast Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Und hast die Vorstellung, allein weiterzuleben. Was soll ich tun? Vernichte die Herzkönigin. Das Wunderland, ja. Deine ganze Welt kann wieder heil werden. Ich muss nun ruhen. Nimm deine ursprüngliche Größe an. Erkenne die Wahrheit, Alice. Reise zum Pilzwald und koste ein Stückchen vom Pilz des Lebens. Gib Acht. Er wird vom gefräßigen Tausendfüßler bewacht. Ach, das sind doch prima Aussichten. Ui. Okay, so wie man das ja jetzt hier auffassen kann, ist es halt wirklich so. Ich weiß gar nicht, wie es in den Originalgeschichten ist, ne? Ist das Wunderland da auch nur in Alice Fantasie? Mir war immer so, als wäre das eigentlich so offen. Ne? Es ist halt eine Fantasiewelt, sie existiert oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Aber irgendwie war mir halt immer so, als würde diese Welt existieren. Aber die anderen haben es immer Alice nur nicht geglaubt. Ich muss aufpassen, diese Pilze, die essen mich, ne? Die wollen es zumindest versuchen. Wo muss ich überhaupt hin? Hallo? Geht's da hinten weiter? Ich traue mich an den Pilzen nicht vorbei. Die schummeln. Da, ich siehste, die fangen schon an. Die fangen schon an. Lass es. Oh, kann ich dich töten? Ja, kann ich, aber ist ja echt ein Akt, Alter. Aua! Böse, böse, böse Pilze. Kannst du bitte jemand anders stressen? Ach, wenn er schläft, kann ich ihn nicht verletzen.
Oh nö. Alter, das sind mir zu viele. Alter. Können wir das bitte wie Erwachsene klären? Ich brauche eine andere Waffe. Da habe ich noch so ein Angebot. Ich bin gleich tot. Junge, 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 Junge. Konzentration, bitte. Alter. Naja, wenigstens hat er auch gleich was abgekriegt. Könnt ihr mal bitte weggehen? Nervige B-Meisen. Lalalala. 3000 Jahre später. Nein! Daneben. Verdammt! So wird das niemand. Ach was. Deswegen hat es so lange gedauert, weil ich jede schon so angegriffen habe. Oh nein, 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 nein. Bitte weiter schlafen. Bitte lassen Sie sich von mir nicht stören. Ja, geht doch aber eigentlich. Ich bin doch relativ gut vor durchgekommen hier. Oh oh. Oh oh. Wie unangenehm. Ey, 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 ey. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Spuck mich aus, spuck mich aus. Ich will nicht gegessen werden. Lass das, lass das, lass das. Nein. Wieso tust du das? Oh, ich hasse die. Mhm. Aus der Geschichte komme ich jetzt nicht mehr raus. Wie auch. Hör auf jetzt. Ey, ernsthaft? Scheiße, ich habe natürlich wieder nicht gespeichert, weil ich halt super schlau bin. Wie unfair ist das denn bitte? Ich habe doch keinen Bock, hier jeden Pilz zu killen. Wäre wahrscheinlich aber die bessere Option. Ach, was für ein Scheiß. Messer, Gabel, Schere, Licht ist für mich nichts. Mach mal auf. Aufwachen. Okay. Stressig. Nein, 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 ich will nicht gegessen werden. Karten sind halt geil, aber die fressen so viel Mana, ne? Das ist halt kacke. Voll brutal, ey. Ich will doch einfach nur wieder groß werden. Ey, jetzt sind hier auch noch Maikäfer. Aber hat der den gerade getötet? Wo kommen die denn her? Ey, bestimmt bin ich deswegen vorhin noch gestorben, wa? Kack Maikäfer, Alter. Und die tun auch nur so lieb, ne? Gehen hier rum mit ihren Eicheln und sehen voll knuffig aus. Aber nee, nee, die sind nicht knuffig. Die sind übelst gefährlich. Schlucken halt auch ganz viel Mana, ne? Ist doof. Aber ich finde die Karten am besten, aber ich glaube das halt mit Absicht so. Hm.
Los, wachse! Werde groß, werde groß. So, speichern könnten wir mal. Dann muss ich das nicht alles nochmal machen, wenn ich mich nicht irre. Was speichern auf F4? Jawohl. Tue ich den überhaupt weh? Na, wenigstens habe ich den ausgenockt. So kann ich hier nicht nochmal. Oh, fuck. Oh, wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Oh, fuck, Mann. Schnell weg. Schnell weg. Du kommst hier nicht hinterher. Du bist nämlich doof. Du auch. Was? Ihr seid zu dritt? Ihr schummelt doch, ey. Ernsthaft jetzt? Oh no, oh no. Ey, nee, nee. Oh, das wird knapp, knapp. Ist hier ein Monster? Scheiße. Ey, die lauern überall. Warum kann ich denn gerade meine Waffe jetzt? Wo muss ich überhaupt hin? Bestimmt muss ich im Wasser schwimmen. Und ich bemühe mich hier die ganze Zeit, dabei muss ich das wahrscheinlich gar nicht. Komm schon, den will ich jetzt aus Prinzip noch töten. Dich auch! Na okay, ich gehe. Ich gehe! Nein! Muss ich hier etwa tauchen? So ist das also. Ach du grüne Neune. Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Ich muss speichern. Ist auch so geil, ne? Irgendwann, wenn ich das dann durch habe, so, dann habe ich es komplett verinnerlicht und dann ist es halt überhaupt nicht mehr notwendig, weil in so vielen Spielen braucht man es halt nicht mehr. Obwohl, ich glaube, im zweiten Teil auch noch. Bin mir aber echt nicht sicher. Wie lange braucht er denn zum Sterben? Ich hab mich verschluckt. Yippie-yay, Schweinebacke. Oh je. Oh nö, ey, ich hab keine Lust mehr. Das Spiel macht mich irre. An den komme ich nicht vorbei, ohne dass die mich essen. Nee. Da kann ich knicken. Tschüssi! Ihr wollt Krieger sein? Bildet eine Reihe! Oh oh. Och nö. Die B-Meisen sind schon wieder am Start. Oh nee, und die auch. Hä? Was passiert hier? Oh oh. Oh oh. Aua! Ey, der war jetzt echt nicht fair. Was denn jetzt passiert? Hä? Ah ja, die haben mich gefangen genommen, genau.
Das halte ich für ein Gerücht. Das ist so nicht passiert. Was? Nein! Aber wenigstens habe ich meinen Mana noch. Ja, die Fragen der Fragen. Tue ich dem damit überhaupt weh? Alter! Hör auf, an mir rumzunagen! Du hässliches Monster! Ihihihi. Ach du Scheiße! Womit schlage ich denn jetzt auf ihn ein? Ich habe keine Ahnung. Ah, der hat da unten, glaube ich, eine Stelle. Na los, zeig die. Oh, aber ohne Mana daran zu kommen, das gestaltet sich als schwierig. Oh, kleine Käfer. Scheiße, 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 scheiße. Hör auf! Lass mich in Ruhe! Boah. Geh weg! Hinfort mit euch, Alter! Wie viele seid ihr? Boah. Na gut, die liefern mir echt viel Zeug hier, ne? Davon mal ab, aber ist ja Stress. Komm schon. Ja, haut ab! Feigling. Feigling. Oh, oh, das mag er nicht, das mag er gar nicht. Oh, 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 oh. Könnt ihr mir auch einfach hier den reinhauen, ne? So habe ich ein bisschen Abstand, aber der macht bestimmt auch Schaden. Gucken wir mal. Dafür brauche ich aber auch Mana. Na, das mag der auch nicht. Na los. Zeig her hier dein Bau. Oh, oh, aua. Oh, oh. Na, mir ruhig. Wie bist denn du jetzt so? Hey! Alter! Was für Scheiße! Was? Das ist ja kritisch. Das ist ja richtig kritisch. Also mit wenig. Ah! Was? Ich kann nicht mal mehr rennen. Ich muss erstmal meinen Kram hier auffüllen. Der schummelt doch, ich bin mir sicher. Na komm daher, du Kackgesicht. Hilfe! Alter, das ist übel. Wie lange macht denn der das? Nein, lass das! Ich schmecke nicht! Der hebt jetzt sein... Doch. Ah, das hast du jetzt davon. Leg dich nicht mit mir an. Bist du jetzt tot? Nein. Oh Gott. Stirb endlich! Komm schon. Aua. Au, fuck. Mann, ey, der ist überhaupt nicht nett zu mir. Ich glaube, dem ist schlecht. Komm schon, heb mal deinen Körper auf. Zeig mir dein Unterteil. Nein, aua! Vor allen Dingen einfach so kriegt er mich. Das ist so fies.
Alter, war das laut. Kann ich jetzt da raufhauen? Oder war es das jetzt? Ich glaube, das war's. Oder? Oder? Haha! Du bist tot! Ihh, Alter, guckt euch den mal an. Das sind so wieder Punkte, wo ich mir denke, ey, das ist kein normales Adventure. Das ist schon irgendwie in die Horrorrichtung angelehnt. Wird aber nicht als Horrorspiel gelistet. Ich empfinde es auch nicht als Horrorspiel, aber das ist schon mitunter sehr skurril. Und für Kinder ist das, glaube ich, auch nichts. Die denken so, ey, Alice im Wunderland, cool. Und dann sehen die so komische Gestalten und denken sich einfach nur, nicht cool. Ja, aber ich würde sagen, das haben wir doch ganz gut gemeistert. Mit viel Schreien, viel Weinen, aber gemeistert. Es geht ums Endprodukt. Ums Endprodukt. Mhm. So. Schaffe ich es bis hier rüber? Nein! Ich hätte auf den Felsen springen müssen, ich Dödel. Sagen wir einfach nichts dazu. Das bringt einfach nichts. Das ist sinnlos. Muss ich überhaupt hier hoch? Ich meine, alles andere macht ja keinen Sinn. Nie getraut, aber manche haben wohl ihre Vorteile. Was für eine Auswahl. Ein Giftpilz essen oder den Insekten zum Fraße dienen? Ja, stimmt, ich sollte ja den Pilz essen, um wieder groß zu werden. Es ist nicht schön, im Gehen zu essen, aber manchmal geht's nicht anders. Ja, ich muss ja dann eigentlich um einiges größer nur werden, damit die Ameisen entsprechend klein sind. Und es gibt nur einen Weg zur letzten Schlacht. Ist es denn schon soweit? Ist es denn schon soweit? Ich bin jetzt wieder groß, wisst ihr Bescheid. Und was sind ihr für komische Gnome? Stressort. Ach. Oh, das hat ihm weh getan. Oh nein. Was ist denn das hier? Was ist das? Wahrscheinlich irgendein Leben oder so, wa? Ah ja, Leben und Mana. Jabberwock's Lair, Cave of the Oracle. Vom Jabberwock's Lair kamen wir ja gerade. Weil der Jabberwock ist doch der Wurm. Der Wurm. Ich glaube dann mal, wir müssen zum Orakel, wa? Da ich aber neugierig bin, möchte ich gerne noch gucken, was hier drauf steht. Majestic Maze. Aber muss ich nicht eigentlich zur Herzkönigin? Ich gehe jetzt einfach hier lang. Ich mach drei Kreuze, wenn wir das durch haben. Ach ja, jetzt. Alter, was ist denn eigentlich dein Problem? Aua! Warte mal. Kann ich mal. Können wir mal kurz darüber reden? Beruhig dich! Er hat mich umgebracht. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nur die Einheimischen kennen sich hier aus. Und es gibt nur einen Weg zur letzten Schlacht. Na, wenn ich zur Herzkönigin soll, gibt es ja nur den einen Weg. Aber da ist ja noch der Tunnel, ne? Wo bringt der mich denn hin? Das will ich jetzt noch kurz wissen. Weil da ist doch hier noch der Tunnel. Können wir wenigstens mal gucken, was das ist. Leben, ne? Ja. Hä, was ist das denn? Was kommt denn hier auf einmal alles? Hallo? Ey. Was? Was geht bei euch? Ich brenne. Ich brenne. Ach, hier geht's doch eh nicht weiter. Okay. Lasst mir Ruhe. Ihr seid alle verrückt. Ich hau hier einfach ab, damit wir nichts zu tun haben. Na, da muss ich ja eigentlich auch nicht lang, weil ich muss ja eigentlich zur Königin. Ich renne hier jetzt einfach lang. Eigentlich wollte ich die Folge gerade beenden, doch jetzt will ich wissen,
wo es hier lang geht. Und ich scheiße einfach mal auch gerade kurz auf die Gegner hier, weil XP kriege ich ja eh keine. Also von daher. Alter. Was geht? Wow. Was ist das denn? Muss das so? Ich glaube, ich sterbe gleich. Ey, was? Warum lebt denn hier alles? Was passiert hier? Also doch nicht hier lang? Ach, du Heilige. Ist das ein Fake-Weg? Hilfe. Aber ich muss doch zur Herzkönigin. Das haben die doch jetzt die ganze Zeit gefahren. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, es ist jetzt voll dumm, hier nicht gegen die zu kämpfen, aber ich will jetzt einfach mal gucken, ob ich jetzt überhaupt auch nur annähernd in die richtige Richtung gehe. Ach scheiße, ich bin tot. Ah, egal. Aber ich glaube doch, dann geht es wahrscheinlich hier lang. Machen wir dann in der nächsten Folge. Wenigstens habe ich jetzt nochmal den Weg ausgekundschaftet. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hier im Abspann seht ihr dann auch noch die Playlist. Falls ihr die anderen Folgen noch gucken wollt oder auffrischen wollt oder noch gar nicht gesehen habt, dann guckt da gerne rein. Ja, und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht es gut und bis dahin. Tschüss!